Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, die Sparmutter, und wir spielen die Tyranniden, genauer gesagt die Jeans-Dealer in der Kampagne. Und ja, das Spiel heißt, wisst ihr wahrscheinlich schon, Space Hulk Tactics. So, der Brutlord erwacht, da freue ich mich schon drauf. Rüber. While the Jeans-Dealers licked their wounds and awakened their kin throughout the Hulk, the Wolves rushed in like a violent storm, sacrificing any prudence. Codex edicts, such as the establishment of a perimeter, was not for them. In their eyes, nothing to hold meant nothing to be breached. Charging onward, they went deeper than any incursion before them, into the wrecks of Eldari starships lost millennia ago. And there, they found something that drastically changed the nature of their hunt. Tja, das werden die wohl finden. So, töte alle Terminatoren. Der Brutlord muss überleben. Das macht er. Das soll er. Das soll er auch. So. Hallo. Dich schmeiß ich raus. Ja, tödlich im Nahkampf. Aha, sind alle tödlich im Nahkampf, oder? Achso, den wollte ich mal ganz kurz. Ein besonderer Jeans-Stealer. Wird er getötet, bleibt das Fell, bla bla bla. Im nächsten Zug. Bis zum nächsten Zug infiziert. Ach nee, komm. Ist eine nette Idee. Will ich nicht, komm. Ihn wollen wir haben. Yes. Das ist jetzt meine Dream-Gruppe. Ach, wir können noch eine Sache machen. Wir hatten noch 300 DNA. Hier einfach mal verbessern. Haben wir. Ja komm, mach. Zack. Und bereit. Und dann geht's gleich ins Schlachten. Und ich hoffe mal, sie haben jetzt keinen Flammenwerfer oder so. Plasmaschaden. Wie war es mit dem Plasmaschaden? Ich denke mal, nämlich Flammenwerfer macht nämlich auch wie im Tabletop nämlich so Flächenschaden. Und wenn der da zwei, drei Felder im Brand steckt. Ey, was mir gerade auffällt, wenn der so, wenn die so ein schmaler Gang ist. What is that? There in the wreckage. I see something. If it is Eldari, then I say destroy it. No, brother. See, it is a servo skull of ancient imperial design. And the ident codes. By the Fang, this is 10,000 years old. From the age of heresy, no less. Then be wary. It may be cursed by the Archtraitor's taint. May its name be hated. I think not. It bears the sigils of the Adeptus Custodes, the Wardens of the Imperial Throne. It is a reliquary monitor. I believe it will hold data about sacred artifacts. Indeed. We must bring it to the Wolf. Agreed. Zwei Wochen zu diesem Ausschnitt. Die Space Wolves sehen einfach geil aus von der Farbe her. Ich mag die Farbe. As the Pure Strain Gene Stealers were unable to overwhelm the Space Wolf invaders, the Brood reached out to summon a Synapse creature to the fray. Awakened by the distress of its children, a powerful Brood Lord emerged from its deep sleep. Die Zunge. Damit könnte man so einige Frauen glücklich machen. So, nee, was ich sagen wollte, die Farbe, auch das mit dem Gelb und dieses Wolfsymbol gefällt mir super, ne? Aber ich finde es echt scheiße mit dem Fell. Der passt mir absolut nicht, habe ich glaube ich aber schon mal gesagt. Was ich auch bewundere, der Servoschädel ist über 10.000 Jahre alt und er funktioniert noch. Der funktioniert noch. Kauft euch mal im Fernsehen, nach 10 Jahren könnt ihr den wegschmeißen. Und da... Ein Servoschädel und der funktioniert noch. Das ist ja Technologie. Ja, und wir haben jetzt einen Plip und Töte. Ja, genau, der Freund muss überleben. Und so, wir haben nur zwei Spawn. Warte mal, die Karte geht nicht. Wir haben nur zwei Spawn-Möglichkeiten. Aber hier sehen wir, das Portal ist mit dem verbunden. Und das mit dem. Okay.
Was haben wir denn überhaupt hier als Gegner? Und Onkel Doc, von denen habe ich überhaupt keine Angst. Skriptor wird mir den Weg blockieren, den mag ich jetzt schon nicht. Der ist übel im Nahkampf. Das ist so ein Flammenwerfer, oder? Ja, das ist ein Flammenwerfer-Symbol. Scheiße. Was ich vorhin sagen wollte ist, hier, wenn er so einen Gang hat, er steht jetzt da, wo der Servoschädel ist. Schießt. So, und im Tabletop ist das eine Schablonenwaffe. Ich würde auch denken, dass er jetzt wahrscheinlich hier das alles, vielleicht auch noch zwei Felder breit, also er schießt hier so lang und die Felder sind dann auch noch im Brand. Da muss ich aufpassen. Das heißt, ich muss weiter wegstehen. Tipp ich mal. Ich weiß es nicht. Ja, und der Sergeant ist halt, denke ich mal, auch nicht schlecht im Nahkampf. Ach, dieser Wolf, das Fell passt mir nicht so. Aber ist eine Geschmackssache. Die Space Wolves werden gern gespielt. Auch weil sie sich von den anderen Orden unterscheiden halt. Stark unterscheiden durch die ganze Fellgeschichte, den Runen, die so ein bisschen an das Nordische erinnern. An die Wikinger oder so. Ja, der eine Primarch von denen, der verschollen ist, den sie ja suchen hier, der hieß auch, glaube ich, Ragnar, Reißzahn oder sowas, ne? Der hieß doch Ragnar, oder? Wo ist der Kodex? Ich will jetzt keinen Müll erzählen, aber es ist alles bei mir so lange her. Krieg ich hier irgendeine Info ganz schnell? Ah, ich bin zu lahm. Der Kodex zu dick. Der ist ja auch mittlerweile in Farbe, ne? Ich hab den noch in Schwarz-Weiß hier. Naja. So. Ah, hier. Wir können hier auch spawnen. Bei ihmchen. Okay. Ah, wir müssen umwandeln. Ziele auf ein 2er und 3er. Im nächsten Zug hast du einen Reaper-Fex. Das behalten wir. So. Warte mal hier. Umwandlungsphase. Erhalte ein Plip. Erhalte ein zusätzliches Zweierplips zum Platzieren. Ja, wie soll ich das verstehen? Wir sind ja gerade in der Umwandlungsphase, ne? Und das ist einfach nur. Also, wir machen mal die hier. Spielen die mal aus. Aber haben trotzdem nur. Komm, du kriegst mal einen Kumpel. Und einen packen wir noch dazu. Und dann sage ich mal, go. Ah ja, ich bin ja noch dran. Warte mal. Der hat da so eine schöne Fähigkeit. Ist das? Verschwinden. Der Brutlord verlässt sofort ein Feld und erscheint auf einem ausgewählten. Ach, das ist schön, weil die haben einen Skriptor. Der kann uns quasi den Weg verbauen. Und mit diesem können wir quasi ja, uns irgendwo hinspawnen. Da hat er schon gemacht. Ach, ich habe das nicht gesehen, ich Horst. Oh, dieser Kack-Skriptor. Soll ich ihn gleich hier riskieren und voll rein? Nee, ich warte, bis die weiter auseinanderlaufen. Aber das ist schon mal nicht verkehrt. Er verschwindet und kommt da wieder raus. Okay. Gefällt mir. Mag ich. So, hier machen wir mal die Tür auf. Und, boah. Gehen einfach mal da lang. Ja. Ich lasse die noch eine Runde drin. Damit er sich vielleicht das Skriptor woanders orientiert. Was anderes blockiert. Aber ich hätte schwören können, diese Felder gingen immer nur eine Runde. Oder macht er jede Runde dasselbe Feld? Das wäre ja echt ätzend. Lord Skriptor. Ja, macht schon wieder das Kackfeld da. Das macht keinen Spaß. Schon gesagt, dass mir das nicht passt.
Umwandlungsphase. Das ist ja nur ein einer Pleb, ne? Ich will den Reaper-Fax haben. Lege alle Karten ab, ziehe vier neue. Komm, machen wir mal. Jetzt haben wir jetzt was Geiles hier. Auch Truppen. Warte, warte mal. Ziel auf einen Plip. Jetzt erhält es zwei Genstealer. Aber wir könnten sie auch umwandeln und drei rauskriegen. Na komm, ich nehme den hier. So, da haben wir jetzt Truppen. Kriegen wir bei ihm was? Ne. Dann will ich sagen, volle Latte hier rein. Das war mit der Umwandlungsphase. So. Okay. Wir können zwar die Leute gebrauchen, aber... Die Schwarte. So, meine Freunde. Ich hole ja auch mal einen raus. Vielleicht positioniert sich da noch einer hin. Nochmal Sesam, öffne dich. Und ich glaube, das sollte reichen. So, das gefällt mir jetzt gar nicht. Das war jetzt der Flamer, ne? Wie viele Aktionspunkte hast du? Du hast nur 6. Können wir nochmal Verschwindibus machen? Verschwindibus. Also hier auf keinen Fall, da würde ich beschossen. Hier ist auch scheiße. Ich habe nur 6 Felder, das ist ein bisschen doof. Ich habe Angst, wie ich schon vorhin gesagt habe, ist genau die Ecke. Wenn er hier hinschießt, brennt das. Ich weiß nicht, ob er das ja auch noch brennt. Weil dann kann er zurückkommen. Ah, ist auch doof. Warte mal. Er kann da 2, 4. Er muss die Tür. Schräg kann er, glaube ich, nicht öffnen. 6, 7 für die Tür. Dann könnte er hauen. Warte mal, wir machen es nicht. Ich gehe einfach mal 2 zurück. Mehr mache ich. Mehr machen wir nicht. So, jetzt ist die dritte Runde schon und ich habe keinen getötet bisher. Und bisher sind sie alle auf dem Haufen, nicht verteilt. Ich überlege ja schon, wie ich sie irgendwie von hinten kriege. Sie haben mich hier blockiert. Jetzt ist es wieder frei. Fick dich, du Skriptor. Echt, ey. Du bist echt ätzend. So, hat er Starwatch, Starwatch. Ja. Ja, okay, okay, okay. Das heißt, gerade und links, rechts, er wäre hier safe gewesen. Bringt mir aber nichts, weil, was soll ich da hinlaufen, ne? Das ist ja natürlich ein Witz. Das ist natürlich ein Witz. So. die will ich spielen. Könnte man auch nochmal aufheben. Und die wandeln wir mal um.
Ich kann nur am Anfang da welche hinpacken. Warum kann ich das jetzt nicht? Warte. Gut, dann kommen sie halt hier hin. Was soll der Geiz? Da oben macht's keinen Sinn. Ich glaube auch, die wollen da quasi irgendwie hin. So. Jetzt versuchen wir mal... Oh, nee, nee, nee. Warte, warte, warte. Karte spielen. Ach nee, warte. Ich hab die Karte gar nicht mehr. Scheiße. Ich hab sie nicht mehr. Ich hab ja alle Karten von getauscht. Ziel auf einen Plip, jetzt enthält es zwei Jeans-Dealer. Ja, komm, machen wir auch. Mama mia. Ich hab den richtigen. Wird die Tür öffnen da? Ach, es geht nur die eine oder was? Scheiße, ich habe die falsche ausgewählt. So. Da ist aber immer noch einer. Guck jetzt einfach mal. Sind es jetzt einer oder zwei? Ist einer. Ah ne, doch zwei. So, dann kann der hier auch mal Sesam, öffne dich. Sesam, öffne dich. So, wenn er jetzt zurückgeht, hier hinschießt, dann ist er das Feld und das Feld. Das dürfte noch gut sein. Er kann ja nur eine Seite befeuern. Dieser Sausack. So, dich packe ich einfach mal... bisschen weiter ab. Will ich ja noch behalten. Inaktiv. So. Inaktiv. Den anderen auch raus. Ich muss langsam überlegen, dass wir vielleicht die nächsten... Ich versuche jetzt, die alle irgendwie von hinten irgendwie ranzukriegen. Aber... Ja. Komm, ich probiere provozieren. Ich will provozieren. Ich weiß nicht, ob sie durch die Portale kommen. Ja, eine Barriere, ne? Das mögen wir nicht. Nee, hinter uns wollen wir offen lassen. So. Nein! Den verklickt. So. Noch ein Signal aufgetaucht. Habt Angst. So, was machen wir mit dir? Da, Geflame. Die Idee. Aber hier ist mir zu gefährlich. So. Das war's von meiner Seite aus. Jetzt muss es aber gleich Opfer geben, sonst bin ich langsam echt sauer. Und diese Tonprobleme ab und an. Ich habe einen Arbeitskollege, der hat jetzt auch angefangen zu spielen. Einfach auch, weil er früher Warhammer gespielt hat. Aber nur ein bisschen, meint er. Hat dadurch nur Space Marines gehabt. Der hat sich jetzt auch einfach mal Just for Fun geholt. Und der hat genau dieselben Probleme wie ich. Mit dem Ton. Ach... Jetzt hat er da uns blockiert. Da ist frei, aber das ist jetzt auch da, der üblen... Ja, will es jetzt nicht besagen, aber da ganz, ganz böse. So, was haben wir hier? Bulwark. Wow. Ziel 6 neue. P
bin ich auch nicht verkehrt. Oh komm, bevor ich hier gar nichts kriege. Ah ne, die wollen wir nicht umwandeln, die wollen wir spielen, naja. Und die wollen wir auch spielen. Das heißt, die Karte wandeln wir mal um. Das brauche ich hier aber. Verstärkung. Ach, hier ist verschlossen. Warum ist da jetzt auf einmal zu? Nicht zu viel auf der Karte oder was? So. Der kann ja nur. Ja, klar. Zack. So, dann spielen wir die gleich mal. So. Ist das nicht schön? Der ist noch dran, aber kann nichts machen. Erst nächste Runde, okay. Ist das nicht schön? Warum konnte er jetzt nur diese drei Felder machen? Der hat doch hier vorhin irgendwie hier alles in Brand gesteckt. So, jetzt fehlt mir hier einfach ein Backup. Ne? Er hat ja hier jetzt gebackupt, das heißt, ich könnte jetzt... naja, gut, eins, ich muss das öffnen. Ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran an diese Viecher. So, kann ich dich mal töten? Hier. Also ich glaube, ich habe keine Chance, aber... macht das Sinn oder wir können Verschwindibus machen? Wir können auch Verschwindibus machen. Hoffen, dass die weitergehen, dass wir sie nochmal... Einen Nahkampf werde ich die nicht kriegen. Von hinten habe ich ja kaum eine Chance. Here they come. Sharpen your claws. Ach, deine Klauen. Ich bin doch schon längst weg. Ah, Gloria. Eine Ehre erwartet euch gar nicht. Aber der hat auch, glaube ich, irgendwie doppelte Stärke. Ja, das macht keinen Sinn. Der hat da irgendwie zwei Fäuste. Den haben sie, der hat einen Buff vom Skriptor bekommen. Joa. Mal kurz überlegen. 2, 4, 6. Vielleicht mit einer Karte kommt er hier hin. Dann laufe ich einfach mal. Joa. Ach komm, machen wir bis hier. Zeigen. Ne, warte mal. Risiko. Wir gehen nochmal einen weiter. Dann soll er sich den doch holen. Dann versuche ich es nächste Runde von hinten. Gehe ich einfach zurück. Aber ich denke mal, das bedenkt die KI. So, den Brut. Ich traue mich nicht. Mit dem Brutvater. So, jetzt haben sie die eingebaut, die Schweine. Na? Dann renn du mal weiter. Mach mal Sesam, öffne dich. So. Dann teilen wir uns hier einfach ein bisschen auf. Hast mich nicht gesehen. Hast mich nicht gesehen. So. 1, 2, 3. Ich packe ihn hier hin. Einfach, weil ich nochmal Angst habe, dass er hier so einen Flammstrahl reinmacht, wo die Felder auch brennen. Und ja. Ich weiß gar nicht, ob das hier noch Sinn macht, aber der Bulwark. Ich lasse nochmal einen da. Einer geht schon mal in die Richtung. Wir kreisen sie so ein bisschen ein. So, mehr kann ich nicht machen. Du kannst ja mal die Tür öffnen. Kannst einen vorgehen. Oh, ich habe die Tür geöffnet. Und zu. Ja, vielleicht kann er hier nächste Runde ihn beschießen, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Boah, ey, jetzt ist, beginnt die fünfte Runde, ne? 15 habe ich noch, die leben noch alle. Jetzt überleg nicht so lange, du Wolf, gib mal Gas. So, er hat seine Axt da irgendwie. Ne, der hat da wieder. Na gut, jetzt hat er zwei damit den Weg zugemacht. Hm? Ja, was hat denn gerade aufgeschossen? Hm, warte mal, das war's schon. Ach, warte mal.
ziele auf den Dreierplip und im nächsten Zug wird dort ein Brutlord. Oh! Nice! Warte mal, wieso kann der. Warte mal, geh mal weg da. Kann da jetzt was erscheinen bei ihm? Ich habe die Phase wieder nicht gelesen, ne? Irgendeine Phase, na gut. Aber ich könnte auch hier. Wir haben ja gerade einen Brutlord, ne? Bösartiger. 6 Karten. Komm. Ich will mal einen Reaperfax. Und einen Dreierplip haben wir eh nicht. Ah ne, die wandeln wir nicht um. Warte mal, das ist natürlich doof. Dann verliere ich die hier, ne? Ach komm, die spielen umwandeln wir. So. Dann können wir es hier wieder knicken. Ich möchte gerne bei dir was rauslassen. So. Dann spielen wir die Karte. Und haben nächste Runde freie Wahl hoffentlich. Oh nein, das war falscher Knopf. Ach, da! Hier! Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? So eine Schweinerei. So. Oh, überlegen. Er kommt nicht ran. 6. Kommt nicht ran. Ah, da ist auch wieder so ein Sergeant, ne? Gehe jetzt hier zwischen Risiko. Ja, genau, ich mach die Tür zu. Tyrannide macht Tür zu, es zieht. Inaktiv. So. Ja, wenn das Feuer gelöscht ist, er ist ja in Nahkampfreichweite. Entweder lässt er hier das Feuer und du kommst mal. Ach, du kannst nur bis dahin. Warte mal, warte mal. Der Brutlord macht dir mal die Tür auf. So nett ist er. Oh, das war die falsche. Schnell wieder zu. Sollen sie aufschießen. So. Die andere hätte ich gern. Genau die. Und dann kannst du inaktiv gehen. Du kannst dann mal hier hinlaufen. Ist immer noch das Ding, was mir auf den Zwirn geht. Er kommt nicht an, doch. Ah, nicht ganz. Nicht ganz. Nicht ganz. Ah. Dann nur 6 Felder. 4 verbraucht er hier, 1 zum Öffnen. Und dann bin ich hier. Ich riskiere es auch da. Ich gehe einfach näher ran. Den Schnuckiputz. Ja, den ziehen wir mal weiter. Obwohl, ich hätte jetzt auch hier dadurch gehen können. War auch ein bisschen witzlos. Ihr bleibt. Du bleibst. Ihr bleibt. Boah, da kommt wohl keiner. Kannst da mal inaktiv gehen. Dann haben wir dich. Komm mal hier hin. Was mir jetzt gerade gefällt, die Abstände zwischen den Marines werden größer. Das ist gut. So. Ich hole dich einfach erstmal raus. Dass wir sie oben weiter abfangen können. Oh. Aber ich schicke euch da dann durchs Portal. Oh oh, da kommt auch ein Tyrannide. Pass auf den Kodex auf, Katze. Komm her. Ja, Schnur, Schnur, Schnur. Brauchst gar nicht so lieb schnurren, ich bin hier bei der Aufnahme. Ne? Hinlegen, ruhig sein, Klappe halten. Und süß sein, wirklich süß.
So, das war meine Runde. Geh mal inaktiv. Aber es passiert einfach nichts. Es dauert mir zu lange gerade irgendwie. Es tut mir ja leid, dass das hier gerade nicht so actionreich ist. Aber ich musste ja umzingeln, umgehen. Quasi, das mache ich ja gerade. Auch wenn die da so ein bisschen durchstoßen gerade. Ich muss ja alle töten. Der Skriptor geht mir gerade tierisch auf die Nüsse. Na, Tür nicht aufgekriegt, Skriptor? Kann man hier nicht, kannst du nicht die Tür aufschießen? Hm? Haben wir das nicht gelernt? Ja, schieß noch einmal. Geh einen Schritt nach vorne, schieße. Mach. Am besten wäre ein Schritt nach vorne gehen, damit ich deine Seite angreifen kann. Ich meine, der wird nicht überleben, der Symbiont. Aber endlich mal Action. Ach, AP hat er auch noch gelegt. Watch Mode da. Das hat er auch noch gemacht. Knalltütchen. Dann hat er mal wenigstens das da nicht gelegt. Das ist auch schon mal gut. Oh, er geht zurück. Ah, er sichert den Modus ab. Er flammt dahin. Okay. So, wir können Plips umwandeln. Hier hätten wir einen Zweier. Hier hätten wir einen Dreier. Ziele auf einen Jeans-Stil im nächsten Zug. Nee, das machen wir. Wollen wir ja einen Dreier haben. Umwandlungsphase wandeln. Nein, wollen wir nicht. Opferer, nein, wollen wir nicht. Ich hätte gerne eine Reaperfax-Karte dabei gehabt. Also zwei Karten sind ja gut. Dann wandeln wir die einfach so um. Es wäre schön, wenn das hier funktionieren würde, mit dem einfach hier bei dem Typen hier hinlegen. Aber irgendwie haut sich hin. So. Wir müssen die Seite verstärken. Mein Zug, nicht dein Zug, mein Zug. So. Nee, den schicke ich nicht hier rum. Lass ich da schön warten. Dann opfer ich nicht für so eine Kacke. Schicken wir auch gleich hinterher. Dann können wir sie da noch abfangen. Das, ja. Fehlsignal schicke ich da direkt hin, damit sie denken, ey, da ist ja die mordsmäßige Bedrohung. So, er hat da wieder rumgeflamed. Relation. Wenn er die Tür öffnet, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Kurz. Können wir eine Karte ausspielen, damit wir mehr AP haben? Ziel auf einem Lip. Opfere den einen Genzieher und du hältst die entsprechende Menge Bedrohungspunkte. Was waren denn nochmal Bedrohungspunkte? EP, achso, damit wir Karten spielen. Im nächsten Zug alle plus zwei Aktionspunkte für alle Jeans-Dealer. Gilt nicht für Biomorphe und den Brutlord, also die normalen. Kosten 3 BP, wir haben nur einen, okay. Hier können wir eine kostenlose Tür öffnen, aber es bringt uns auch nicht weiter, weil er einfach zu weit weg steht. So, er könnte es versuchen, aber wenn ich hier stehe, hat er dreimal die Chance, mich zu killen. Und wie das immer so ist im Spiel, die KI wird es hier locker schaffen beim ersten Feld.
Wenn ich den Dock habe, der schafft es meistens nicht bei 3 Feldern. Ich versuch's aber trotzdem. Was sage ich euch? Was sage ich euch? Wenn das jetzt meiner gewesen wäre, mein Marine, dann hätte es nicht geklappt. Dreckschweine. So. Weißt du was? Gehen wir einfach weiter. So. Ich kriege euch noch. Ich will bloß mein Brutlord da nicht verplempern. Wenn ich die da hinsetze, 1, 2, 3, 4, 5, auch dasselbe Problem. Wie war die Karte mit den 2 Plus? Kostet 3 BP. Ah. Das dauert mir hier alles zu lange. Jetzt fehlen mir doch Truppen hier. Er trifft auch gleich sofort, das weiß ich jetzt schon. Wir haben da aber genug Truppen. So, ich versuch's mit dem auch nochmal. Oh, warte mal. Haben wir noch irgendeine tolle Karte? Ziel auf einem Terminal. Im nächsten Zug kann er sich nur mit einem Würfel verteidigen. Im nächsten Zug ist ein bisschen zu kurz. Nö. Nö, mehr haben wir nicht. Schade. Und schon wieder falsche Taste. Ich versuch's einfach mal. Für die Brutmutter! Oh, der Nervigste ist tot. Der Nervigste ist tot. So, dann gehen wir einfach mal um die Ecke. Der Nervigste ist tot. So. Fordern ihn da mal heraus. Warte mal. Das waren 2er. Ziel auf einen Terminator. Im nächsten Zug kann er nur mit Einwürfen verteidigen. Ich versuch's. Vielleicht geht er nach vorne. Kann ich vielleicht von der Seite oder von da nochmal versuchen. Er hat nur einen Verteidigungswürfel. Ich versuche es, dass wir den vielleicht doch noch eliminiert kriegen. Das wäre schön. Das wäre schön. So. Hier gehen wir mal ein bisschen da an die Seite. Ihr braucht einen Platz. Und dann lasse ich euch die nächste Runde gegen den Sergeant anrennen. So viel Glück kann er gar nicht haben, dass er sie alle killt. Oder den Typen von hinten. Das sind alles schöne Ziele. Zeig dich mal, mein Süßer. Feiner. Ja, ein schöner Typ bist du. Ein schöner Typ bist du. Ja, ganz fein. So, bleib mal inaktiv da. Ja, oder mach einen guten Eindruck, wie du willst. Bleib da, wo du bist. Geh mir auf den Senkel. So, der Nächste. Enttarne dich. Komm da raus, mach die Luke zu. Brav, mach dir das. So, den bewege ich nicht. Da habe ich Angst. Hier habe ich gerade nichts. Ich hätte sie noch hier lassen sollen. Schade. Jetzt fehlen mir hier unten die Truppen. Verdammt, nächste Runde. Was macht er? Hm? Na, er geht dahin. Aua. Die Katze hat mich gerade als Fußabtreter benutzt. Katzen halt. Naja, geht aber nicht weiter. Ah, er deckt den Raum ab. Mr. Flamey flamet wiederum. Aber geht natürlich in die Richtung, wo gerade keiner ist. Dieser kleine, verpisste... Umwandlungsphase. Ratte. Elende Ratte. So. Ah, komm, machen wir einen Dreierplip. Kriegen wir überhaupt neue Karten? Ich glaube nicht, ja. Ja, komm, wandeln wir die Karte um. Haben wir gleich einen Dreierplip. Vielleicht kriegen wir nochmal eine Karte mit einem Brutlord.
Hilft uns zwar nicht hier mehr an der Ecke, aber was soll's. Ich könnte den 1, 2, 3, nee, 4. Er kommt nicht an. Kommt nicht an. Machen wir mal die einfachen. Ah, hier ist ein Weg. Jetzt einfach mal dahin. So. Gehst du auch in die Richtung. Von hinten, wenn er getroffen wird, ist er wirklich tot. Und die schicken wir doch nochmal hier hin. Wir haben jetzt einen Dreier-Plip, ne? Das heißt, wo war der? Wo war der? Der ist dann da. Ich packe jetzt hier aus, damit wir hier nochmal mehr Truppen kriegen. Pack doch mal die Zunge rein, Junge. So, ach, die kommen ja auch auspacken. Schönes Fehlsignal. Okay. Inaktiv. Den Dreierflip, den halte ich aber erstmal zurück. Boah, ey, schon Runde 7. So, dann ziehe ich ihn dahin. Dich, Freundchen. Er könnte ja. Er hat ja, wie viel auch? Er könnte zwei nach vorne gehen, schießen, zwei nach vorne gehen, schießen. Wenn ich die Tür öffne. 1, 2, 3, 4. Dann warten wir einfach hier. So. Und hier. Tür öffnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist immer noch zu kurz. Ja, ich gehe wieder in Position, bin aber noch nirgendwo dran. Oh, warte mal. Ah, die habe ich ja fast vergessen. Die haben wir ja fast vergessen. Also erstmal, die hier können ja auch mal einfach mal einen dahin gehen, wirken sie bedrohlich. Na? Ich glaube, das machen wir mit denen auch nochmal. Wenn ich schicke ich sie wieder zurück, ist ganz toll. So. Ihmchen. Der hat eigentlich sein Soll schon erfüllt. Den lasse ich nochmal. So. Er hat nur einen Verteidigungswürfel. Vielleicht haben wir ja Glück. Wer weiß. Nein! Nein! Du elender Space Wolf! Dreckiger Sack. Der wartet nochmal eine Runde. Wir haben ja zwei neue. Einer ist tot. Zwei neue sind da. Ich krieg euch noch. Ich krieg euch noch. Er ging den frontal. Wie gesagt, diesen Typen auch von hinten anzugreifen. Da kriegst du... Das ist nicht mal 50-50. Du, ich hätte doch 47%... Alter! Sergeant! Hörst du mal auf? Einfach wild rumzuballern ist natürlich gut, was du machst, aber fällt mir nicht. So, wo flämmst du hin? Dreckiger, dreckiger Space Wolf. Ah ja, Umwandlungsphase. Ziele auf eine Tür, sie öffnet sich oder schließt sich. Die kann ich gleich gebrauchen. Im nächsten Zug. Ach, die hätte ich mal machen sollen. Ach, ich Horst, die brauchen wir auch noch. Dann müssen wir die umwandeln. So, der ist ja nicht schlimm. Dann gibt es ein Fehlsignal hier. Und hier nochmal ein Trüppchen. Dann kann ich ja ihn da mal hier hinpacken. Gucken, ob das passt gleich. Ich glaube nicht, dass wir Glück haben, aber vielleicht haben wir. Aber der Sergeant ist ja im Nahkampf auch nicht schlecht. Bis dahin schon mal gut, bis dahin schon mal schlecht. Gut, so viel dazu. Der hat jetzt seine ganz normalen Würfel wieder. Der kommt nicht weiter.
Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Ich mach's. Sesam, öffne dich. Er könnte jetzt auch, aber ich möchte nicht, dass du gehst. Ist ja mein Süßer. So, du darfst sterben. Ach, das ist natürlich klar. So. Ich hab die Karte. Karte spielen. Nein, die Tür wollen wir nicht. Zeig mir doch einfach, da wollen wir. Die da, genau, die soll geöffnet werden. Danke. Ja, sicher. Wenn ich die Spacemen spiele, dann können die 4-5 Mal da durchlaufen, bis ich sie mal treffe. Ich versuch's hier nochmal. Und? Ja, klar. Natürlich tot. Mann. Das nervt. Wenn die bei mir mal wenigstens so gut schießen würden. Aber nein, das ist, tun sie nicht. So. Ja, das könnte ich im Brutlord opfern. Da wollen wir nicht. Mal hier wieder was. Pack mal was Fehlsignal hin. Ja, Katze, ich höre dich. Vielleicht flammt er ja in die Richtung. Ich glaube zwar nicht dran. Och, Katze. Komm mal her. Ja, ich weiß, das dauert auch schon viel, viel zu lange. Ich weiß. So. Ja, wenn das fertig ist, fütter ich dich. Versprochen. Nein, das ist mein Mikro. Katze, was ist das? Soll ich mal einen versuchen zu opfern? Da haben wir auch keinen Vorteil von. Jetzt habe ich da keinen wieder. Oh. Da passt mir alles gerade nicht. Das ist alles scheiße. Ah, ich hätte hier vorbeilaufen sollen. Ne? Das Geile ist, es wird ja immer... Er wird ja nicht schlechter, oder? Ich könnte jetzt da noch Truppen hinschicken und schicken und schicken, aber... Schafft. Er kann nicht alles schaffen. Das glaube ich nicht. Mach da die Tür auf. So, ich hoffe, der Typ ist hier auch im Nahkampf ein bisschen besser. So, dann brennt es da. Wir haben doch auch da vielleicht auch nochmal Verstärkung. Und hier brauchen wir Verstärkung. Ach, echt, schon die 9. Runde. Wir haben bisher nur eine gekriegt, ne? Oh, er geht weiter. Wie weit kann der noch gehen, Alter? Wie weit kann der noch gehen? Wollt ihr mich veräppeln? Eins plus für den nächsten Nahkampf. Dann ist da tot die Folge. Könnte man alles gut spielen. Ziel auf einen Terminator. Minus ein Nahkampf. Aber trotzdem, ich glaube, der andere ist auch trotzdem gut.
Aber auch gehüpft wie gesprungen. Ob wir im Nahkampf besser sind oder er, ist ja Wurst. Komm, ich wandle die um. So. Jetzt bist du mir leider... Ach, es ist erst im nächsten Zug, ne? Mit den zwei Aktionspunkten. Im nächsten Zug kann ich die spielen. Ist leider erst im nächsten. Oh, wir könnten hier so schön hin und ihn wechseln töten. Na gut, dann stelle ich ihn einfach hier hin. So. Vielleicht wird er geflamed, vielleicht auch nicht. Obwohl doch ein Duck zu nah. Vielleicht könnte er das dann doch machen. Oder ich gebe ihm ein besseres Ziel. Ja, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Wir geben ihm ein besseres Ziel, und zwar das hier. So. Hier gehe ich eine Runde zurück. Falls er hier hinschießt, trifft er ihn. Machen wir ihn schmackhaft. So, jetzt ist er da alleine. Muss man noch irgendwie kriegen, verdammt. Da wieder ein gutes Ziel. Ich versuche es, komm. So, Bedrohung. So, wenn ich jetzt hier keine bessere Karte kriege, ist mir das Wurst. Werden daraus auch Genstealer oder Genestealer. Ich habe schon eine Karte gespielt. Scheiße, was für eine Karte habe ich denn gespielt? Ach, das ist die nächste Runde mehr Erfahrungspunkte. Gut, ich mache jetzt hier die große Opferung. Da helfen mir auch keine Erfahrungspunkte. Alter, was? Der hat ihn platt gemacht? Oh. Bist so süß. Das hast du fein gemacht. Und hol dir den Sergeant von hinten. Komm. Ja, fein machst du das. Endlich. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet. So. Opferst dich jetzt, damit du weggeflammt wirst. Und dann muss sich er jetzt hier entscheiden, in welche Richtung er denn gehen möchte. So. Er könnte jetzt noch mehr flamen. Wir haben nächste Runde mehr Aktionspunkte. Ich packe die mal ein bisschen weiter auseinander. Und dann sieht es doch schön aus. Du darfst noch ein bisschen ran. Nächste Runde. 8 Aktionspunkte. Das wird schön. Los, ihr Wölflein! Macht was! Okay. Jetzt hat er natürlich, ist er da weggegangen. Hat den natürlich freigemacht. Sausack. Ah, da. Ich bin noch gar nicht dran. Lege 4 Karten ab. Ziel auf einen Terminator. Wir spielen die. Wir wandeln die um.
Ach, scheiße. Ich hätte dann schon Reaperfax haben können. Ich wurst. Mal hier raus. So. Haben wir nicht hier gerade was mit Reaperfax gehabt? Nee, ne? Ach, scheiße. Schieße, schieße. Verstehst du? Schieße. So. Also wir könnten jetzt die versuchen, dahin zu laufen zu lassen. Er hat natürlich zu wenig. 1, 2, 3. Er kommt da gerade mal an. Gibt das wie bei Blood Bowl Unterstützungspunkte? Wenn der umzingelt ist, gibt es dann weniger... Ich weiß es nicht. Ich habe es bisher nicht gelesen hier im Spiel. Katze, weißt du es? Nein? Dann halt deinen Mund, Katze. Versuchen wir es hier erstmal frontal. Mal hallo. Ja, gut. Er hat hallo gesagt, aber er war davon nicht so sehr erfreut. Versuchen wir es nochmal. Hallo Nachbar! So gefällt es mir schon viel, viel eher. So. Die lasse ich in den Kampf laufen. Er läuft schon mal in diese Richtung. Ist jetzt auch nur das eine Signal. Das heißt, er kann ja mal 1, 2, 3, 4, 5. Wenn er in der Mitte bleibt, umzingeln wir ihn jetzt. Ich würde gerne mit dem Brutlord noch einen töten. Wozu habe ich den denn überhaupt? Wenn der Hai nicht zu kostbar ist. So. Er hätte noch ein bisschen weiter laufen können. Ist aber nicht so schlimm. Du bist dann die Nachhut für die nächste Runde. Du gehen wir mal nicht auf den... Nein, das war falsch. Clips können nur 6. Ist aber nicht schlimm. Dann lauf mal hier hin. So, weiter. Aber die holen wir auch noch mal raus. Also wenn es jetzt diese Runde nichts wird, dann auf jeden Fall die nächste. Ich riskiere es jetzt. Oh, warte mal, wir können ja den ja auch nochmal auflösen dann nachher. Und den schicken wir sogar... Oh, warte mal, dann könnte ich... Geht das dann? Können die noch angreifen? Hallo? Und? Hallo! Jetzt kommen sie alle rausgeschissen. So, der darf nochmal. Jo. Nur eine 49%ige Wahrscheinlichkeit. Das ist ein harter Dog. Aber er hat sich gedreht. Das heißt, da können wir schon mal von hinten kommen. Und... Zack. Gut, der hat jetzt Absatz. Ja, und der Servo-Schädel läuft weiter. Weitere 10.000 Jahre. Oh, warte mal, wann jetzt die Space Wolves da, wenn das schon 10.000 Jahre her ist? Naja. War auf jeden Fall, also da hat man es gemerkt, dass die KI doch ein bisschen langsam ist. Und die KI hat am Anfang uns ganz schön blockiert. Da wir quasi nur irgendwie 2,5 Spawn-Punkte haben. Ja, hat er uns gut blockiert am Anfang.
So, die ersten 5 Runden, tut mir leid, dass es echt lahm war. Ich sehe auch gerade, die Folge geht über eine Stunde. Oder fast eine Stunde. Ja, dafür kriegen wir ein bisschen wenig DNA. The forward squad of the Space Wolf Force was no more, but the servo skull they had discovered was now in the hands of their wolf lord. As the Sons of Russ pushed on, the Xenos faded away, ebbing back into the dark and regrouping. New methods of attack were required to destroy this foe. The instinctive assaults that had destroyed the Ultramarines, the ambushes set upon the Dark Angels, these were met with unchained aggression at the claws of the Space Wolves. And so the creatures gathered for the final confrontation, taking what they had learned about their enemy and turning it against them. Okay, hier sehen wir nochmal, da hieß doch nicht Ragnar, da hieß Russ. Söhne des Russ oder so. Ja. Tolle Mission und weiter. Kann scrollen. Oh. Aber es geht doch noch weiter. Das letzte Gefecht der Space Wolf. Oh, oh, oh. Dann kommen die Blood Angels, denke ich mal, ran. Ja, das seht ihr mal, sehen wir dann in der nächsten Runde. Da müssen wir töten den Sergeant mit dem Broodlord. Der Broodlord, oder wie man das mal nennen mag. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn die ersten Runden ein bisschen lahm waren. Ja, ihr könnt gerne kommentieren, abonnieren, wie ihr wollt. Liken wäre auch schön. Ansonsten sage ich mal reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.